So, liebe Leute, welcome back. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon. Ich begrüße euch recht herzlich. Hier stehen wir jetzt. Also, die Hinrunde ist nahezu abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Letztes Mal wart ihr doch dabei. Da haben wir uns das Spiel angeschaut aus dem Verbandspokal gegen HSV Bingen. Wir haben es ja schon thematisiert. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Pokal für uns, weil er könnte uns rein finanziell auch wieder in diese Lage versetzen, nächstes Jahr vielleicht wieder die erste Runde zu spielen. Aber erstmal muss man natürlich das schaffen und da braucht man auch ein bisschen Form. Und ihr seht, es ist ein bisschen rückläufig. Ne? Also die Form von uns ist ein bisschen rückläufig. Eintracht Trier zu schlagen 2:1 auswärts, das ist eine Hausnummer, klar. Okay. Aber gegen Kassel und gegen Homburg sahen wir nicht so gut aus, wie ihr sehen könnt. Das ist in Ordnung. Was heißt nicht so gut? Wir haben unentschieden gespielt. Haben wir zumindest mal 2 Punkte bekommen. Und es war ja, wenn man sich den Start der Serie anschaut, also unseren Saisonstart und unsere Zielsetzung damals. Also von daher ist, glaube ich, auch die Aussage, wir waren nicht so gut, das ist Quatsch. Also 2 Punkte mitzunehmen gegen 2 stabile Regionalligisten, das ist absolut in Ordnung. Aber ich denke mal, euch geht's genauso, wenn ihr dann mal so ein bisschen mitspielt und ihr habt gute Ergebnisse und dann friemelt man sich irgendwo hier oben rein, ja, bei den ganzen Zweitmannschaften, ja, von den Bundesligisten. Ah, dann kriegst du auch irgendwie Bock, ne? Dann denkst du so, oh, man, da nochmal gewinnen. Aber für uns ist es halt auch problematisch, weil wir ja keine Möglichkeit haben, die Spiele extrem zu fördern und zu pushen und zu entwickeln. Ich habe es ja schon mal erwähnt, das dürfen wir nie vergessen. Wir haben bloß 2 Trainingstage in der Woche und das macht es einfach schwierig. Ja, das ist einfach ärgerlich. Ich hoffe, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr, wenn wir so dieses Jahr mit dem Geld zu Rande kommen und dann stabil dastehen, dass sie uns vielleicht diesen Bonus geben und sagen, okay, machen wir daraus einen Profi-Club. Und dann kommst du ja erst in die Lage, wo es richtig funktioniert. Okay, aber wie gesagt, wir schauen mal. Müssen wir aber auch erstmal spielen. Was mich ein bisschen ärgert ist, seit dem Dortmund-Spiel ist diese Verbindung zwischen Schwabe und dem Erkan, das ist ein bisschen ärgerlich, also die Negativ-Verknüpfung. Vielleicht haben sie noch mal ein paar gute Spiele, wo sie es dann auflösen, ja. Aber ansonsten hier, das ist ganz schön, dass hier auch wie soll man sagen, die Verbindung immer noch aktiv ist, aber auch hier. Man sieht so ein bisschen von der Farbgebung her. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt dann auf YouTube selber. Da gibt es sehr gute, zum Beispiel hier ist ein gutes Duo. Und hier ist es ein bisschen anders, sind ein recht ordentliches Duo. Hier haben wir es auch, ein recht ordentliches. Ich gucke mal, ob es noch irgendwo ein gutes gibt. Nee, überall ein recht ordentliches. Also, es bleibt abzuwarten. Das finde ich halt immer geil, wenn du so ein Bermuda-Dreieck hast, ja. Wenn so 3 Spieler zusammen gut aktiv sind, ja, das ist schon richtig geil. Okay, super. Dann gibt's noch eine Sache. Oh, wir haben noch einen neuen Spieler. Das habt ihr nicht gesehen. War zu Probetrainingstage da. 1,95 Meter groß, der Hühner. 24 Jahre alt, aus dem Kosovo, der gute Nuray. Probetraining ist der einzig mögliche Innenverteidiger, den ich habe bekommen können. Auf dem aktuellen Markt, das war's. Mehr war da nicht drin zurzeit, aber transfertechnisch und scoutingtechnisch, da können wir nochmal die nächsten Tage uns nochmal ein bisschen reinsetzen. Aber wie gesagt, da sind wir gut aufgestellt, so viel gibt es nicht oder so viel wollen auch nicht zu uns. Wir lassen es noch ein bisschen laufen, ihr seht, Verteidiger ist noch drin, wird gesucht, aber ja, wir müssen gucken. Ja, wir müssen auch dann mal irgendwann ein Fazit ziehen zu der Saison und die Leistungen, vielleicht auch sogar im Winter jetzt, einfach mal so eine Hinrunden-Fazit, wer hat denn gut performt, um uns das im Detail anzuschauen. Ich würde sagen, wir lassen es gar nicht lange auf uns sitzen. Wir fahren nach Frankfurt zum FSV und machen unser Spielchen. Gucken wir mal, wo sind die? Ach Gott, wir haben ja noch. Ich bin gerade aus dem Mannheim-Spiel raus. Muss dazu sagen, ich hatte es auch jetzt über die letzten Tage gar nicht geschafft, noch ein bisschen zu daddeln. Deswegen ist bei mir auch ein bisschen Zeit dazwischen. Ist aber nicht schlimm. Finde ich schön, wenn man sich so wieder ein bisschen in seinen Spielstand rein denkt. Ja, hier sehen wir auch, das ist auch ganz entscheidend, ja. Die Fans sind ja super, super zufrieden. 1+ für die Vereinsziele, das ist klar. Und auch hier, ja, sensationell. Der Vorstand ist über den Fortschritt bei den Vereinszielen begeistert, ja. Besorgt nach der 1-2-Niederlage gegen, also wie kann man da besorgt sein? Guckt euch mal bitte Waldhof Mannheim an, ja. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Hier sieht man mal diesen Wert. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, so ein bisschen die Immersion, finde ich ganz geil. Was hat denn dieser Wert da eigentlich auszusagen? Geschätzter Wert. Wie kommst du denn mit 3,56 Millionen Waldhof Mannheim? Also, die müssen doch mehr wert sein. Das kann es doch gar nicht sein. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen, bei uns, was steht denn bei uns eigentlich? Moment, Vereinsinfo. Schaut mal, 100.000 Euro, das ist doch ein bisschen wenig, oder? Weil die Mannschaft ist ja schon mehr wert.
Interessante Statistik. Könnt ihr ja mal ein bisschen mutmaßen, was das eigentlich heißt? Wie kommt dieser Wert zustande? Wo sind denn zum Beispiel so Mannschaften wie, dann gucken wir mal, ich glaube, das die teuerste Mannschaft der Welt wird wohl das sein, ja? Gehe ich mal davon aus, als Verein. 1.800 und noch was Milliarden, ja? Gut, Millionen, nicht Milliarden, entschuldig bitte. 1.800 Millionen sind 1,8 Milliarden. Ja, gehe ich mit, würde schon fast sagen, könnte sogar noch mehr sein, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, von der Wertigkeit des Vereins. Also wie setze ich das zusammen? Ja, das ist eine ganz große Frage. Interessant. Gut, lassen wir mal so stehen, aber da sind wir natürlich weit, weit weg mit unseren 100.000. Schöne Sache. Wie sieht es denn eigentlich aus hier? Ach, ganz wichtig, hatte noch einer gefragt. Ah, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und das packe ich hier auch noch rein. Wettbewerbe, liebe Leute, ihr wolltet wissen, die Ergebnisse vom DFB-Pokal. Schauen wir uns an. So, da schauen wir nochmal rein. Wir müssen aber ins Viertelfinale. Nee, halt, stopp, Blödsinn. Zweite Runde. Hier war es, genau. Also, Heidenheim gewinnt gegen Fürth. Das seht ihr hier. Eintracht Braunschweig. Im Elfmeterschießen dann gegen Hansa Rostock. Leipzig gewinnt gegen Bochum. Union Berlin unentschieden gegen Freiburg und dann im Elfmeterschießen. Und Hoffenheim setzt sich gegen Wolfsburg durch. Auch im Elfmeterschießen. Jetzt wird es interessant. Elversberg, Mainz, okay. Schalke gegen St. Pauli, Hertha BSC gegen Darmstadt, Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Bremen. Also ich sehe noch keine Überraschung. Ulm verliert 6-0 gegen Bayern. Oh, na, Dogua, Überraschung, naja, kann man so stehen lassen. Aber nee, es haben sich tatsächlich, wie ihr seht, Stuttgart noch gegen Magdeburg, Augsburg gegen Holstein, Leverkusen gegen Paderborn und Nürnberg gewinnt gegen Hamburg. Also es haben sich hier, würde ich fast sagen, alle Favoriten durchgesetzt in der zweiten Runde. Es sind auch nur noch Zweit- und Erstligisten drin, wenn ich das richtig sehe, ja, aus dem Stand. Ich weiß jetzt nicht, wo Karlsruhe aktuell ist, aber ich nehme mal an, die sind ja immer noch in der zweiten Liga. Und Achtelfinale sieht dann so aus, ja. Keine Überraschung, anders wie im letzten Jahr, ne? Ihr habt es noch auf dem Schirm. Die Lilien, ne, gewinnen hier letztes Jahr den, seht ihr hier auch hier oben, SV Darmstadt, gewinnt oder hat gewonnen den Pokal. Gut, hier ist alles raus, außer Heidenheim vielleicht. Sind die in der zweiten mittlerweile wieder? Nee, immer noch in der ersten. Ich sehe keine Überraschung. Keine Überraschung. Wirklich sehr, sehr schade. Aber gut, es muss jetzt nicht jedes Jahr eskalieren. Aber das passt zum Beispiel. Harry Kane hat hier einen Notenschnitt von 10. Achso, das sind aber nur die paar Spiele gewesen im Pokal. Okay. Sehr schön. Gut zu wissen. Alles klar. Dann würde ich fast sagen, lasst uns kurz reinschauen. Wir haben die Woche, lassen wir rumgehen. Trainingsplan müssen wir für diese Woche nicht einstellen. Der ist eingestellt. Nee, ist er nicht. Tatsächlich. Das machen wir noch. Wir haben hier Spieltaktik, das Team. Das ist auch soweit. Und Offensive machen wir mal. Haben wir schon einmal Offensive? Oh, dann gehen wir noch ein bisschen Defensive mit. Das kann nicht schaden, dass wir die Belastung gleich haben. Da würde ich fast sagen, wir sehen uns am Spieltag gegen Frankfurt. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Also, Spieltag heute gegen FSV Frankfurt auswärts. Ihr seht, die sind Vierter. Ja, das ist natürlich richtig gefährlich. Wir Platz 7 mittlerweile. Und ja, wie man halt schon sieht, hier schieben sich so langsam die gesamten zweiten Mannschaften der Bundesligisten nach vorne. Ich sehe auch gar keinen mehr hinten. Ja, also sehr, sehr interessant. Also rein ins Taktikmeeting. Heute spielen wir wieder gemeinsam im 3D-Modus. Und das zweite Spiel dann für den Dezember machen wir in der Sofortberechnung. Ich denke, so kommen wir auch vorwärts. Und dann gehen wir ganz tiefen entspannt in den Winter 24, in den Saisonübergang. Und dann schauen wir uns mal an, wo wir am Ende stehen. Beziehungsweise jetzt in der Halbzeit stehen. Okay, jetzt überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Nö, können wir eigentlich direkt rein, ab in die Kabine. Niemand erwartet was. Die Erwartungshaltung komplett ausradieren ist auch Quatsch, ja. Wir haben hier nichts zu verlieren. Ich erwarte einen Sieg. So ein Mittelding fehlt mir ein bisschen, ja. Niemand erwartet heute Abend etwas von uns. Also geht einfach raus und spielt unbeschwert auf. Na komm, dann gucken, machen wir es mal so. Also, sind wir in Frankfurt. FSV, gut, dass die durchgereicht worden sind, ein bisschen die Regionalliga ist natürlich auch interessant, haben ja auch schon in der dritten Liga gespielt, so ist nicht, ich glaube sogar in der zweiten Zeit lang, ne, noch vor 10 Jahren, ich weiß es gar nicht, doch, ich habe doch mal ein Spiel da gesehen, aber gegen wen, habe ich schon ganz vergessen, gut, okay,
Ja, Tabelle ist gut. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe gesagt, 30 plus Punkte. Das hieße für uns ja auch, wir sind weg vom Abstiegskampf. Etablieren uns rein sportlich erstmal in der ersten Saison in der Regionalliga. Das wäre natürlich top. Jetzt gucken wir mal, wer hier was macht. Diek mit Freistoß. Er übt ja. Er übt ja an den Pfosten. Wow. Nicht schlecht. Oder Lattenkreuz. Was war denn das? Das war nicht so schlecht. Er übt ja, wie gesagt, aber er hat ja nur 2 Tage die Woche Zeit, das Training zu machen. Ich denke mir, das wird auch der größte Nachteil sein, den wir gegenüber den anderen Mannschaften haben, dass wir so eine Entwicklung halt nicht schnell genug nach vorne treiben können, um natürlich auch die Spieler dann interessant zu machen, ja, für andere Vereine, um ja nochmal vielleicht finanziell den Verein ein bisschen so aufzustellen, dass er vielleicht mal so ein Transfer bekommt, wo mal so 100 oder 200.000 über den Tisch gehen für so einen Spieler. Das bräuchten wir halt. Und da könnten wir uns noch weiter stabilisieren. Vorausgesetzt, der Vorstand gibt das Geld auch wieder in den Verein. Ja, das ist ja mal ganz entscheidend. Ich schaue ja auch ab und zu mal so ein bisschen diese Simulation. Oh, da ist das Tor. Nicht schlecht gemacht, Hermes. Obwohl wir einen besseren XG-Wert haben, aber gut, das hat ja nichts immer so viel zu heißen. Ja, das ist ja nicht der einzige Indikator für ein gutes Spiel. Ja, also ganz klar, braucht man keine Wiederholung bei gegnerischen Toren. Also wie gesagt, ab und zu schaue ich mir auch die Simulationen auf YouTube an und da wird ja immer Geld reingepumpt in irgendwelche unterklassigen Vereine oder Ligen. Die entwickeln sich aber nicht, wie man glaubt, ja, oder meint. Ich habe oft das Gefühl, dass da ganz, ganz wenig durchstartet dann, wenn man so ein paar Milliarden, ich habe das irgendwo gesehen, in die Brandenburg-Liga pusht, ja, jedem Verein gibt man 1 Milliarde. Also die machen da nicht wirklich sinnvoll was draus, zumindest die KI nicht, ja. Also ich wüsste schon, damit was anzufangen. Die Frage ist, gibt der Vorstand das denn weiter, ja? Das ist die ganz, ganz große Frage. Gut, kontrolliert. Wir gehen rein in die Kabine, Leute. Ist halb so wild, machen wir uns nicht verrückt. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Wir haben ja jetzt wenig Möglichkeiten zu taktieren bei solchen Spielen, ja. Das ist ja ganz klar, weil wir ja nicht diesen breiten Kader haben. Aber ein bisschen was können wir machen. So, jetzt ein bisschen mehr. Ich warte von euch eine bessere zweite Halbzeit. Das können wir doch mal sagen. Wir müssen einfordern. Leistung können wir ja auch. Ja? Wir müssen uns ja nicht komplett verstecken. Und gucken wir mal, ob wir noch den einen oder anderen motiviert bekommen. Und auf der Bank haben wir ja auch noch ein bisschen Material. So ist nicht. So, Binias mit einer gelben Karte. Frauendorf sehe ich auch mit der gelben. Leider ist ja der Campanile ist ja gesperrt. Mal wieder. Das Thema hatten wir aber auch schon mit den Gelbkarten. Gelbsperren, so rum ist richtig. Ja, ich mach das gut, der Kneblein. Ball schön festgemacht. Und weiter geht die wilde Fahrt. Gut. Also das sieht ja schon kontrolliert aus. Die machen ja schon ein gutes Bild, wenn da mal die Chancen so zusammenkommen. Krasic. Leute. Ich habe halt einfach keine Superlative mehr übrig. Ja, also wir sind uns alle einig. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, ihm ein Denkmal zu setzen, ja, zumindest mal für 2 Saisons, mache ich es, ja. Also selten habe ich so einen relativ durchwachsenen Spieler, ja, von den Noten, so leistungsstark gesehen bei den wichtigen Spielen etc. Also da, irgendetwas ist bei ihm aber ganz, ganz, ganz weit vorne richtig eingestellt, ne. Also unglaublich. Gut, 57. Nutzen wir die Chance. Bringen wir noch ein bisschen was, meine Lieben. Wen haben wir da noch hier? Hier sieht man noch ein bisschen die Sterne, die Einschätzung. Aber auch das ist ja bei unserem Mitarbeiterportfolio auch, soll man sagen, eher Makulatur. Leider, der Togut war verletzt ein bisschen unter der Woche. Und jetzt würde ich Ich bringe ihn nochmal. Das hat ein bisschen Bock auf ihn. Der Kirsommer und der Marcinkovic. Marcinkovic hatte eigentlich beschissene Trainingsnoten. Das macht sich auch fast wieder mal, spiegelt sich fast im Spiel wieder hier an der Stelle. Bringe ich ihn. Bin jetzt auf links. Krasic kann das ja theoretisch auch. Und dann könnte ich den Preuß bringen. Also und der Frisch vielleicht nochmal, ne, zwischenzeitig. Dann aber für Arif. Gut, lass ein bisschen laufen. Nicht zu viel auf einmal. Schauen wir doch mal. Also Ausgleich ist schon mal top. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir nochmal nochmal zulegen würden, da, Frauendorf. Ja, dass sie sich halt immer früh die gelben Karten abholen, das ist halt immer ärgerlich, ja. So, Schwabe hat der Handschuh an. Ja gut, wir spielen ja jetzt schon im Winter, das darf man nicht verwechseln. Wir sind jetzt alle schön im Mai angekommen, im Frühling.
Die Saison geht zu Ende, jetzt kommen die ganz, ganz großen Spiele, Champions League, Europa League und natürlich die Europameisterschaft. Also wir sind alle im Sommermodus, aber hier unsere Jungs, die stehen jetzt hier im Dezember 24. Das ist natürlich sackkalt, aber gut, er hat noch kurze Arme an, Frauendorf. Sehr schön. Gut gemacht. Krasic, das war nix. Wo landet hier das Highlight? Bei uns oder beim Gegner? So, Togut, das war ein schöner Ball. Und jetzt wird es interessant, wer kann da jetzt mal nach vorne stoßen? Das war nix. Okay, gut. Aber Abschluss, das finde ich halt auch immer ganz, ganz wichtig, dann den Abschluss zu suchen, anstatt den Ball dann zu vertändeln und dann in den Konter zu laufen. Ja, dann lieber zimmer ihn einfach dann raus aus dem Stadion. Ja, kein Problem. Bleibt halt ein bisschen Zeit zum Neusortieren hinten. Ganz, ganz wichtig. Oh, jetzt machen sie aber... Ich wollte gerade sagen, jetzt stehen sie sich selber im Weg. 76. Minute, wieder eine Chance für uns. Und dann können wir nochmal wechseln. Krasic, sehr schön, Togut. Ist wieder aktiv da, hat richtig Bock, Diek. Ah ja, man kann, die Dribblings sind halt seins, ne? Oh! Schießt auch mal wieder, ja? So, halt, stopp, Moment, kurze Pause, wir wechseln. Müssen wir auch, denn... Wen haben wir denn noch? Preuß ist draußen. Ach, der ist ganz wichtig. Die jungen Wilden. Ja, das nächste Mal. Obwohl alle eigentlich jung sind. Also wir haben eigentlich fast gar keinen Spieler über 25. Ich wüsste gar nicht, wer ist hier 25? Frauendorf vielleicht? 22. Nee, ich wüsste es tatsächlich nicht. Der Hipper. Tatsächlich, der ist 26. Das war es aber auch schon, ja. So, Bestätigung und vorwärts. Nochmal zwei Wechsel. Und dann bin ich unterm Strich auch wieder mit einem Unentschieden sehr, sehr zufrieden auswärts. Absolut. Wow. Hat nicht viel gefehlt. Sehr schön. Nochmal Einwurf für uns. Ist noch nicht zu Ende die Chance, oder? Doch. Geht weiter. Nochmal Diek mit dem Freischuss wieder. Togut, Erkan, Togut. Also, spielen wir gut. Wer ist jetzt war er auf der anderen Seite gestanden, habt ihr gesehen, ja? Krasic hat sich mal eben nach links verkrochen. Also, sehr, sehr schönes Spiel, sehr gut. Bis zum Ende haben wir hier auf jeden Fall noch Druck aufgebaut. Muss man fast sagen, dass wir fast den Sieg hier verdient hätten. Aber hey, auswärts, alles klar. Oh, Diek nochmal. Okay. Nochmal Ecke. Ja, nochmal, letzte Chance. Roklu macht nochmal... Ein bisschen Bambule. Drehen wir es noch oder? Irgendwann musst du mal schießen, Junge. Ansonsten wird es halt brandgefährlich, ja. Okay. Was war das? Okay, alles klar. Zu Ende. Das passt. Das können wir so stehen lassen, meine Lieben. Knedlern heute Mann des Spiels. Interessant. Der Kapitän auf links. Aber Krasic wieder mal mit einer guten Note. Aber dieses Bild kennt ihr ja bereits. Super, wie wir uns zurückgebracht haben und den Unterschied retten konnten. Ich bin stolz auf euch, auf alle Fälle. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Es ist halt auch einfach schwierig, ja. Und wir müssen auch einfach mal ganz realistisch sein, woher wir kommen. Jetzt wird schon schwierig, hier einen geraden Satz zu bilden. So, Training stellen wir ein und dann gehen wir sofort. Das Spiel nehmen wir noch mit, ja. Das holen wir uns noch ab in der Sofortberechnung. Gebt mir eine Sekunde. Und was haben wir denn hier noch? Gerhard Bittner, zukünftiger Transfer. Wer ist das? Das ist ein 17-jähriger Stürmer von uns, ja. Schwierig. Wäre da was gewesen, ja? Kriegen wir für ihn Geld? Nicht wirklich, ne? Also ihr seht, hey gut, wir haben noch ein bisschen eingestellt, dass sich auch um die Jugendspieler sich jetzt, sag ich mal, der Ding drum kümmert, der Präsident oder der Vorstand. Ich weiß gar nicht, wer jetzt momentan drin ist. Aber, ja, halb so wild. Da haben wir die Megatalente, haben wir eigentlich alle unterm Schirm, die wir gebrauchen können. Ich gucke mal ganz kurz rein. Übersicht. Die Potenzial haben, der Schabo, der hat Vertrag, ja, bis 28, der hat Potenzial, der Rampold, der hat letztes Jahr schon in der ersten gespielt, das passt. Hier ist auf jeden Fall der Dreise wert, aber der ist halt Torhüter, ja, müssen wir mal gucken, ob wir den Vertrag verlängern, ist gut, ja, zumindest von der Einschätzung, aber was das am Ende heißt, wissen wir ja auch im Detail nicht, da brauchen wir erstmal richtiges Personal, das richtig einschätzen kann. Das ist halt ganz entscheidend, ja. Und Lukas Fork, auch noch Flügelspieler. Da kann man mal gucken. Ja, da kommt schon ein bisschen Physis zusammen. Das ist schon nicht schlecht.
Grundfitness schon 12, ja, aber gut, Abschluss 1, bring das mal nach oben, ja, mit 17 Abschluss 1, das ist schon, boah, das musst du auch haben, ja, wenn du im offensiven Drittel spielen willst, dann musst du das haben. Ja, da, wie gesagt, da haben wir jetzt nicht die großen Dinger, ja. Schön finde ich halt die Bilder, ja, dass du alles mit Bildern für dich, klar, die sind zwar alle aus der gleichen Dose, die Bilder, aber ich meine, ist auf jeden Fall cool. Das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, 3 GB ist da der Download der Bilder und dann kannst du das alles verteilen. Das macht schon viel aus. Das gibt dir auch nochmal so einen Mehrwert, wenn du sagst, oh, cool, meine Jungs, genauso wie jetzt auch die hier sind, ja. Also sprich, der Dick hat ja eins, der Eroglu hatte auch eins, ja. Also das ist einfach super, wenn du da schon ein bisschen was am Start hast, ja. Das macht einfach Fun. Finde ich halt ganz, ganz wichtig, weil spätestens nach 10 Jahren ist ja keiner mehr da oder fast keiner mehr der aktuell spielenden Akteure. Und das ist ganz schön, wenn man dann so ein bisschen Bilder hat, ne, in der Form. Okay, super Sache. Liebe Leute, wir sehen uns gleich noch. Ja, ich springe vor zum Spieltag. So, meine Lieben, da sind wir am Spieltag gegen Eddersheim. Mir ist gerade aufgefallen, weil wir gegen Eddersheim ja schon mal gespielt haben. Wir sind sogar schon mitten in der Rückrunde. Schaut mal, gegen Frankfurt haben wir schon gespielt. Tatsächlich, damals 1-1, genauso wie jetzt. Und gegen Eddersheim hatten wir 4-1 gewonnen. Ich hoffe, dass wir uns nicht zwingend verschlechtern, ja, und heute nochmal nachlegen. Damals haben wir auswärts gespielt, heute spielen wir zu Hause gegen die Boys. Gucken wir mal, und dann kommt schon Kickers Offenbach. Also wir sind sozusagen schon mittendrin in der Rückrunde vom Allerfeinsten. Das wird interessant. Und dann gehen wir erstmal ganz tief und entspannt in den Winter. Schauen uns an. Ansonsten, bei der Aufstellung hat sich nicht viel getan, außer dass natürlich, wie ich schon angekündigt hatte, der Kahn, der Özkaya, ja, der muss raus, ne, wieder mal eine Gelbsperre absitzen. Ansonsten für ihn kommt Togut rein, aber macht es ja in der Regel mindestens genauso gut, ja. Und ansonsten alle anderen bleiben drin. Ich müsste nur noch mal überlegen, wen ich momentan, Kirsamer oder Masinkovic. Wenn ich mir die Trainingsnoten anschaue, war mal das Training. Schaut mal, Masinkovic momentan mit der Trainingsnote, das muss man eigentlich mal bestrafen. So. Deswegen, Kirsamer rein, ja, in die Startelf. Wenn er doch bessere Trainingsleistung bringt, dann muss man das auch irgendwo bemerkbar machen. Man kann dir das noch sagen, warum? Das wäre nicht schlecht, kann ich mit jemandem ein Gespräch führen. Kritisieren Training, genau. Genau, alles klar. Die haben recht, sehr schön, sich zu verbessern. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht mit ihm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, alles klar, sind wir soweit. Drücken wir eben durch und dann sind wir auch schlauer, wie wir zumindest mal das Jahr 24 beenden. Wo es denn tendenziell hingeht. Sofortberechnung geht raus, simulieren. Ja, mehr haben wir auch nicht, mehr Spieler. Und dann würde ich sagen, alles klar. Immer spannend, immer spannend. Was kommt raus? Binias mit einer 5,8, was ist da passiert? Das ist ein gebrauchter Tag. Krasic mal wieder bester Mann, aber das hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Zu Hause verlieren wir gegen Eddersheim in der Hinrunde. Mit diesem, sagen wir mal, mit der Aufstiegseuphorie hatten wir sie noch 4-1 geschlagen. Ihr habt es gesehen. Das heißt, okay, Hand anlegen, ja. Direkt an dieser Thematik. Aber wie gesagt, alles halb so wild. Wir haben satte 32 Punkte. Das sind 12 Punkte mehr als der, sagen wir mal, der erste Abstiegsplatz. Die sind jetzt bei 20. Wir haben ja 19 Mannschaften drin, ne? Das ist ja nochmal so ein Thema. Ich würde fast sagen, also wenn wir die 40 Punkte geknackt haben, spätestens dann, denke ich, sind wir raus aus der Geschichte. Ich bin schon fast der Meinung, auch mit 32 Punkten, auch wenn du alles verlierst, das ist wirklich Quatsch, ja, in der Hinrunde, sehr gut gepunktet, also das sollte jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn wir das noch hergeben, ja, oder uns noch da reinspielen in die Abstiegsränge. Aber sagt niemals nie, wir müssen konzentriert bleiben, weiter dran arbeiten, fleißig und mal gucken, was da als nächstes auf uns zukommt. Das ist ein Thema für sich, denke ich mal. Da seid ihr mittlerweile genauso überzeugt wie ich, dass wir da absolut ein Highlight am Start haben. Spiele ohne Sieg. Achso. Oh, das ist ja auch ein interessantes, habe ich gar nicht, mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, wir haben ja unentschieden gespielt. Ah, wir sind 5 Spiele ohne Sieg, ja, tatsächlich. Oho, oder dann kommt uns, glaube ich, die Pause ganz gelegen. Und dann geht's feuerfrei. Also machen wir fertig. Wir sehen uns dann nach der Winterpause gegen Kickers Offenbach im 3D. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ja. Wie wir dann
in den Februar starten, Januar und Februar. Und ja, bis hier müssen wir fit sein. Bis zum 26.02. Da müssen wir voll auf der Höhe wieder sein. Gut in Form sein, alle ausgeruht, gut eingestellt. Dass wir da natürlich im Pokal weitermachen, wo wir aufgehört haben. Lasst mal ganz kurz noch die Wettbewerbe sich anschauen. Wir haben ja gesagt, wir sind ja hier in der Geschichte sind wir ja Favorit. Außer vielleicht Schott Mainz, ja. Und Wormatia, die beiden sehe ich wirklich als gefährlich. Also Vettersheim, ja, ist auch nicht ohne, aber die beiden sehe ich so als absolute Highlights. Wenn wir Glück haben, nimmt einer den anderen raus, ja. Gut, okay, Leute, dann jetzt aber wirklich Abfahrt in die Winterpause. Wir sehen uns. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Bis dahin, euer Van Bergen. Ciao, ciao.